Was ist der SVP? Etwas, keine Ahnung, so eine Bank oder so. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Landesquiz und Heimatkunde hier aus Basel. Und ich kann gar nicht mehr reden, weil es so kalt ist. Los geht's! Vielleicht schaut jetzt hier der Gabirano zu. Was ist eure Nachricht an ihn? Du bist sehr gross. Wer? Der Gabirano. Oh, okay, keine Ahnung. Du. Der sagt, den kennst du nicht? Nein. Instagram? Nein. Nein, auch nicht. Sally. Jo, wie geht's? Lange Rede, nein. Du bist ein Winsohn. Liebe Gabirano, bitte gib jetzt weniger. Er sollte weitermachen. Ja. Ich liebe dich oder so. Weiter dir, ruf mich an. Willst du deine Nummer sagen? Nein, nein, ist schon gut. Wie viele Kantone hat die Schweiz? Was? Also, der Buchstabe hat gestimmt. 27? 26, sorry. 23 volle und mit der Halbkantone 26. 26. Kannst du mir mal bitte die Halbkantone aufzählen? Baselstadt, Baselland, Ossenhode, Innenhode. Zürich, nein. Bern, nein, was glaube ich da? Frag ich mich auch. Weiß ich nicht. Wie wär's mit dem da? Es gibt zum Beispiel Nidwalden und? Grosswalden. Bitte nennen wir eine grössere Partei. 70 und ja, aber ich interview dich. Ich weiß es nicht. Grüne macht für was macht? Weiß es nicht. Für was setzen sich die Grünen ein? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wie heißt zum Beispiel eine Partei, die du jetzt kennen würdest? Ich weiß nicht, was das ist. Was ist eine Partei? Vielleicht kannst du ihr helfen. Weiß ich gar nicht. Keine Ahnung, was eine Partei ist? Nein. Unterschreibe die Initiative für politische Bildung. Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Vielleicht zeigt euch der Name SVP etwas. Was ist der SVP? Etwas, keine Ahnung, so eine Bank oder so. Ich weiß nicht, was bei dir ist. Wie viel Quadratkilometer Fläche. Wann schaust du eigentlich? Wie viel Quadratkilometer Fläche hat die Schweiz? Warte. 32 Millionen oder so. Schau doch vielleicht ein bisschen um und dann schätze einfach. 40.000 oder so. Holy shit, das ist richtig gut gewesen. 41.285. 500 Quadratkilometer, keine Ahnung. Ja, das hast du schon mal in einem Video erwähnt, Mann. Also, du Wichser, Alter. Ich weiß nur, dass mein Zimmer in hier 15 Quadratmeter hat. Also, das ist doch nicht groß weiter, aber gut. Drittletzte Frage. Wie viele aktive Soldaten hat die Schweizer Armee? Boah, keine Ahnung. 20.000. 50 bis 100. 50 bis 100 aktive Soldaten. Ja. Ja, Millionen. 1 Million? Dann wären wir von der Truppenstärke von Nordkorea. 5.000. 3.000. Möchtet ihr mal in die Armee gehen? Ich glaube nicht. Ihr als Frau, wir müsst ja auch nicht. Findet ihr das gerecht? Nein. 500 bis um die 1.000. 500 bis 1.000. Kann ich, das ist schon etwa ein Drittel. Ein Drittel vom Leben ist mir halt im Militär. Ja, nein, das... Sag mal, was hast denn du dort gemacht? Bist du sicher, dass du nicht verarscht worden bist? Das Mikrofon bist du übrigens nicht, gell? Okay, der Spruch ist schon zu viel gewesen. Ich mach mal hier weiter. Was? Wie viele aktive Soldaten hat die Schweizer Armee? Ich weiss nicht, aber ich glaube 500. Ich weiss nicht. Bitte nennt mir drei Flüsse, die durch die Schweiz laufen. Rhein? Ich weiss nicht. Ja, also das ist der Rhein. Das ist Aare und das ist La Seine. Sehr, sehr gut. La Seine? Ja. Geht ihr nicht noch? Okay. Wallis. Ich weiß es nicht. Welcher Fluss läuft zum Beispiel durch Basel? Ich weiß es nicht. Was ist der große Fluss da drinnen? Wie heißt der? Ah, Rhein. Welcher Fluss fließt zum Beispiel durch Bern? Weiß ich nicht. Welcher Fluss fließt durch Zürich? Ja. Okay. Was stört dich momentan am meisten an der Schweiz? Alles Tier und dass man keine Hoverboards fahren darf. Dass Schwule in Rechtsfrage, also dass Schwule erstens nicht heiraten können und dann halt bei eingetragenen Ehen hat es doch manche Vorteile, die sie nicht haben. Dass sie so ausländerfeindlich ist. Zürich. Bitte kannst du noch kurz deinen Sack in die Kamera heben?
Also der da natürlich. Und Krieg oder so. Mit wem ist die Schweiz im Krieg? Nein, ich meine so arme Menschen und so. Die stören? Ja. Ich störe nicht, aber es gibt so mega viele ehrgeizige Menschen. Okay. Finde ich auch. Dass immer der Schweizer Pass nicht kennt. Und ich meine, ich bin hier geboren und aufgewachsen und dass sie so gierig mit dem Schweizer Pass tun. Was denkst du, von wo ich bin? Jüdischer Pass, das gibt's ja gar nicht. Das ist israelischer Pass nicht. Eben, bist du Israeli? Nein, Marokkaner. Okay. Handtaschendieb. Handtaschendieb? Ja, voll. Nur weil er Marokkaner ist? Ja, voll. So ein Rassist.